Ja, das stimmt. Aber 10 sollte ich auf jeden Fall schon haben. Mindestens. Aber wisst ihr, was wir noch mal machen können? Jetzt kann ich speichern. Wäre das denn was, was du selber auch spielen würdest, Julia? So ein Spiel wie Assassin's Creed, wie das jetzt hier zum Beispiel, das ist ja auch relativ klein, was ich ja auch mag. Es gibt ja auch Assassin's Creed Teile, da bist du locker 200 Stunden beschäftigt. Die sind mir aber dann halt auch zu groß, muss ich sagen. Ich mag das so wie das hier oder Assassin's Creed Syndicate. Das, was in London gespielt hat, das hat eine schöne Länge, muss ich sagen. Und ich freue mich, wenn du dich auf Montag freust. Okay, bist eher dann der Zuschauer. Das ist ja auch okay. Tatsächlich gucke ich bei einer Streamerin, sie spielt gefühlt nur Souls-like Games. Ich habe mit Elden Ring gemerkt, dass es einfach nicht mein Genre ist. Aber ich gucke ihr super gern zu dabei. Und dafür finde ich Twitch dann wieder ganz cool, dass du so ja auch die Spiele erleben kannst, ohne dass du das selber spielen musst, wenn es halt einfach nicht dein Genre ist. Hey, hat Jamal schon bezahlt? Geschuldet auch. Warte, hier ist ja noch eins. Okay, das verursacht ein bisschen Trubel. Ah, die werden sich bestimmt gleich wieder beruhigt haben. Hauptsache, ich habe jetzt nicht meine Diebstahlquelle verscheucht. Das wäre tatsächlich was ich mir vorstellen könnte. Eben weil es mich von der Story und dem Setting anspricht und man gefühlt nicht so viel kämpfen muss. Beziehungsweise es nicht so die Mega-Bosse gibt, die man 3 Stunden bekämpfen muss. Ja, das tatsächlich finde ich auch. Susi schwärmt ja von Final Fantasy 16. Ich würde dem Spiel eine Chance geben, aber Susi hat immer erzählt, wie lang die Kämpfe sind. Und da bin ich gar kein Fan von, weil ich immer sofort im Hinterkopf habe, wenn ich das jetzt nochmal machen muss, weil ich sterbe, nee, habe ich halt dann keine Lust drauf, ne? Ich bin halt eher. Oh nein, ich habe ihn verscheucht. Nee, der steht hier noch. Das Gerüst. Ach, das ist jetzt weg. Okay. Gut, das hat eh bloß für Ärger gesorgt. Bei Assassin's Creed, das ist ja der Hintergrund von Assassin's Creed. Du bist ein Assassine. Eigentlich kannst du fast alles
heimlich machen. Also du musst nicht unbedingt kämpfen. Ne? Das Spiel ist auch so ein bisschen unbelohnt, wenn du kämpfst. Also das will schon auch, dass du das leise machst. Zumindest der Teil hier. Ich fand Assassin's Creed Syndicate, was ja in London gespielt hatte, fand ich, da war mehr Kämpfen angesagt. Aber hier bei dem, das Spiel will ja wirklich, dass du schleichst. Ich meine, hier bei Assassin's Creed Mirage hast du an sich auch super viele Waffen, die du nutzen kannst, ne? Weil jede Waffe hat ja andere Eigenschaften. Ne? Also das Schwert hier hat den Nebeneffekt, die maximale Gesundheit wird gesenkt, dafür der Schaden erhöht. Ja, so nach erfolgreicher Parade fügt der folgende Angriff 50% mehr Schaden zu. Du kannst hier schon auch wählen, aber ich finde, das macht nicht so den krassen Unterschied. Deswegen lege ich da auch gar nicht so den Wert drauf, jetzt hier immer das Schwert zu ändern. So wie ich es gerade habe, ist halt okay. Und so lasse ich es dann. Final Fantasy zum Beispiel spricht mich optisch nicht an. Das ist so Fantasy halt. Hier ist realistisch, nicht modern, aber realistisch, ja. Wobei der neue Final Fantasy 16 geht schon von der Optik her. Aber ich finde das Kampfsystem so komisch bei Final Fantasy 16. Das ist so, es erinnert mich ein bisschen an Pokémon. Ich hoffe, Susi hört das nicht. Das schon, aber du musst nicht entweder Fernkampf oder Nahkampf. Ja, stimmt. Und ich lerne auch gerade diese Hilfsmittel hier zu schätzen. Ne? Teilweise ist es gar nicht verkehrt, einfach mal eine Rauchbombe zu werfen. Oder eine Falle oder sowas. Es gibt so Spiele, wo ich solche Hilfsmittel nie nutze, weil ich das Gefühl habe, die Handhabung oder der Nutzen ist zu gering oder die Handhabung halt zu schwer und so. Aber hier, muss ich sagen, ist es relativ angenehm. Gerüste brauche ich insgesamt. Ich denke, so viel dürften eigentlich nicht mehr fehlen langsam. Ich habe jetzt zwar aufgehört mitzuzählen, wie viel ich jetzt allein schon umgehauen habe, aber so viel dürfte eigentlich nicht mehr fehlen jetzt. Asim stellt sich hier an diesem Stein immer an. Der erste Mensch. Nicht, dass ich besser hochklettern könnte. Aber Basim ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Ich hoffe halt, dass das Gerüst hier zählt. Nicht, dass das Gerüst auch nicht zählt, weil es respawnt andererseits. Ich habe ja auch Tipps gelesen im Internet, welche Gerüste man halt gut zum Farmen nutzen kann. Springt 50 Meter tief in den Heuhaufen, aber wehe, er muss den popligen Stein hoch. Ja. Aber so hat halt jeder seine Stärken und Schwächen. So, und Steine sind Basims Schwäche. Steine und Zäune, stimmt. Über Zäune kommt der auch nicht rüber, weil die sind magnetisch und sind beides Minuspole und dann stoßen die sich ab oder so.
Und hier aber immer halb auf die Sperre dort unten drauf springen. Aber Hauptsache nicht den Zaun hochklettern. Lalala. Ich habe ein Déjà-vu. Es kommt mir vor, als wäre ich hier schon mal langgelaufen. Ja, normalerweise sind das halt so Sachen, die mache ich halt dann eigentlich offline. Weil ich mir immer denke, die sind für den Stream zu langweilig, aber man kann halt nebenbei gut quatschen, weil man nicht aufpassen muss. Oder zumindest nicht so sehr wie in der Mission. Komisch, wie kommt's? Weiß auch nicht. Vielleicht habe ich die Szene schon mal in irgendeinem Stream gesehen, bei einem anderen oder so. Das wird sein, für mich ist alles neu. Aber ich finde dieses Gefühl von dem Déjà-vu richtig seltsam. Ich habe letztens auch einen Artikel drüber gelesen, wie das passiert mit diesem Déjà-vu. Das ist gar nicht so richtig erforscht. Die gehen aber aktuell davon aus, dass man einfach Situationen, die man so ähnlich schon mal erlebt hat, einfach dann mit dieser neuen Situation so verknüpft im Gehirn, dass das Gehirn denkt, genau die Situation hatten wir schon mal. Ja! Easy! Jetzt gehen wir noch das Zeug verkaufen. Dann gucken wir mal, wie viel Geld noch fehlt. Ob wir dann noch kurz ein paar Minuten klauen gehen? Jetzt ist der Ehrgeiz geweckt. Hallo. Sei gegrüßt. Lass mich deine Waren ansehen. Bitte, sieh dich um. Also wir haben jetzt 1361. Okay, so viel ist es gar nicht. 1507. Na, es sind noch 500 Geld. Was, das? Naja, 500 Geld kriege ich jetzt nicht zusammen. Gute Reise. Naja, dann können wir das ja mit dem Geld. Können wir ja Montag machen. Ich weiß auch nicht, ob es hier nicht alles gezählt hat jetzt, weil wie oft war ich jetzt bei ihm klauen? Okay, ein paar Mal war nur Geld geklaut. Auf jeden Fall könnte ich mich trotzdem auch mal heilen. Ich wollte hier mal kurz gucken. Naja, vorher habe ich immer mal schon verkauft. Also das kann sein, dass ich leer war. Also ich habe immer, wenn ich an einem Laden war, habe ich immer mit verkauft. Also, alle Fertigkeiten arbeiten wir dran. Alle Gebiete vollständig erkunden, das werde ich offline machen. Glaube ich, das
dauert zu lang. Oder wir machen es halt Sofa-Stream oder so. 10 Fraktionsaufträge, das sind die Nebenquests. Dann habe ich nicht aufgepasst. Alles gut, es geht auch relativ schnell. So, wenn du weißt, was du drücken musst, ist das rucki-zucki alles verkauft. Dann kriegt man das als Zuschauer gar nicht so mit. Das habe ich auch manchmal, wenn ich Streams gucke, denke ich mir, hä, was hat sie jetzt gedrückt? Wo ist sie jetzt hin? So, dann kann man das immer nicht so verfolgen. Also 10 Nebenquests machen, sind wir dabei. Alle 7 verlorene Bücher, die müssen wir halt auch sammeln gehen. Wachen mit Wurfmessern. Alle 18 Artefakte zu Davi springen. Also brauche ich jetzt noch insgesamt 9. Wir gucken gleich mal, wie viel ich schon habe. So, 2007 Geld. Musiker, Söldner, Händlergruppen bezahlen. Töte 10 Wachen, während du in der Menge untergetaucht bist. Das soll auch ein bisschen komplizierter sein, habe ich gelesen. Aber können wir auch mal probieren? Hier, was ist das eigentlich? Besiege einen Shakiria im Kampf. Was ist ein Shakiria? Ich muss das mal kurz googeln. Ist das so ein Puma, wie wir erst in der Mission hatten? Shakiria. Okay, Sound brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Ah. Also, ein Shakiria kommt, wenn unsere Fahndungsstufe auf dem höchsten Stand ist. Hat er gerade gesagt. Das ist ein Shakiria. Oder? Ja. Der heilt sich! Okay. Wir müssen irgendwann Stunk machen. Okay, das ist dieser Shakiria. Ich google. Shakira gesteht Steuerhinterziehung. Ja. Auch gut. Okay. Dann wissen wir, was wir da auch noch zu tun haben. 3x Munadi bezahlen. Das können wir ja quasi dann im Anschluss machen, wenn unsere Fahndungsstufe auf volle Bulle ist, können wir den Munadi noch bezahlen, dann sind wir wieder auf 0 runter. Aber das war schon alles? Warte, geht da nicht noch mehr? Okay, die beiden sind Story-Trophäen. Die schaue ich mir nicht an. Aber ich gehe von aus, dass das Story-Trophäen sind, weil hier oben alle Story-Trophäen sind. Also das, denke ich, kommt automatisch. Alle Fertigkeiten, ja. So, das hat man alles schon. Hat man schon. Achso, das waren die Artefakte. Ach, das war hier Shakira. Oh, das war's dann tatsächlich schon. Oh. Chat, das ist gar nicht mal mehr so viel.
Ich wollte gucken, wie viele Artefakte ich für Darwish schon habe. Sechs. Nee. Ja, nee. Vier habe ich. Darwish, 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 Darwish. Also fehlen noch fünf Artefakte. Ja, die müssen wir uns auch noch holen. Ja, aber nicht mehr heute.